Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze große, schöne, weite Welt. Heute ist der 27. April 2022. Andreas, hättest du gedacht, dass der April so schnell vorüberfliegt? Ja, eigentlich genauso schnell wie immer, aber es kommt einem immer schneller vor. Die Zeit überschlägt sich gewissermaßen so bei den Empfindungen, wenn man so täglich mit dieser Nachrichtenflut wirklich konfrontiert ist. Da ist man gerade aufgestanden, da wird es schon irgendwie wieder dunkel, man kommt kaum noch hinterher. Aber kurz zum Wetter. Wir haben heute einen bewölkten Tag, nachdem wir jetzt noch wirklich schöne Tage hatten. Mit viel, viel Sonne haben wir heute eben halt Wolken und Sonne. Das wird so ein bisschen gemischter Tag sein. Und wir freuen uns. Und der See changiert heute wieder in Silbergrau wie gehabt. Ja, was hier so sonnig mit sonnigen Abschnitten klingt, das ist im Moment tatsächlich grau in grau noch. Aber unser Optimisten-Meteorologen-Chef, der hat meistens tatsächlich recht. Irgendwann reißt die Wolkendecke auf und es strahlt vom Himmel. Das ist normal. Morgens haben wir eben halt Wolken, tagsüber Sonne, abends einen klaren Nachthimmel. Eigentlich läuft es optimal. Ja, man kann es nicht anders sagen. Hier jedenfalls im Moment ja. Andreas, wir beschäftigen uns heute natürlich mit Rammstein, mit dem Treffen gestern von über 40 Ländern. Man konnte in wenigen Medien nachlesen, wer ist eigentlich überhaupt dabei gewesen. Und es gibt durchaus da Informationen, wer dabei gewesen ist. Es sollen mehr oder weniger alle NATO- und EU-Mitglieder gewesen sein, aber auch darüber hinaus andere Länder, nämlich Israel, Australien, Kenia und Tunesien. Die waren sogar persönlich anwesend, während Vertreter aus Südkorea und Japan virtuell anwesend waren. Das meldet das Portal Euraktiv. Und US-Verteidigungsminister Austin hatte eingeladen und hochrangige Militärs eben aus der ganzen Welt haben sich in Deutschland getroffen. Wir haben dann gesagt, Mensch, also in Deutschland, das ist ja auch so eine besondere Situation. Deutschland will keine schweren Waffen liefern, aber da trifft man sich. Und flugs war die nächste Frage schon beantwortet. Deutschland liefert jetzt schwere Waffen und man fragt sich, wie konnte es jetzt auf einmal so schnell gehen? Ja, also offenbar sind die Dämme da gebrochen und mir kommt das so ein bisschen vor wie ein Kriegsrat, der da in Rammstein mehr oder weniger tagt. Die drücken wahrscheinlich schon ziemlich auf die Tube und sie haben natürlich auch die Möglichkeiten, auf Deutschland schon aufgrund der Geschichte natürlich stark einzuwirken. Ganz im Gegensatz zur Schweiz, die ja zum Beispiel gesagt hat, wir liefern gar nichts, weil das verstößt gegen unsere Rechte. In Deutschland verstößt das übrigens auch gegen das Recht, weil Deutschland eben halt nach wie vor sich immer noch in einem besonderen Status gegenüber Russland befindet, welches ja die Nachfolgeorganisation der Sowjetunion ist. Und einer der alliierten Gewinner ist ja letztendlich Russland gewesen. Und wenn man jetzt Waffen liefert an einen anderen Staat, der gegen Russland quasi im Umweg dann kriegerisch eingesetzt wird, könnte man das durchaus auch als eine Art Kriegserklärung erkennen. Und ich bin eigentlich immer nur fassungslos, schüttel mit dem Kopf, nehme das nur noch zur Kenntnis. Also die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, das ist die mit den hübschen Schuhen, Andreas, die hat gestern dann gesagt, wir haben gestern beschlossen, dass Deutschland die Lieferung von selbstfahrenden Gepard-Flugabwehrkanonen an die Ukraine unterstützen wird. Das kam ja doch sehr überraschend, nachdem man sich da lange zurückhaltend geäußert hatte. Wir hatten am Montag, Andreas, kurz gesprochen über ein Zitat von Robert Habeck, dem Superminister. Und dieser Superminister hatte zweimal in einem Interview etwas gesagt am Montag, was uns hat aufhorchen lassen. Denn er hat Folgendes geäußert. Moment. Man muss eine Entscheidung treffen. Also er ist gefragt worden, sind Sie dafür, wie auch die USA, in die Niederlande, Frankreich und diverse andere Länder, zügig schwere Waffen an die Ukraine zu liefern? Und dann hat er gesagt, man muss eine Entscheidung treffen. Kämpft die Ukraine für sich und wir helfen ihr dabei? Oder kämpft die Ukraine für uns einen Krieg, der die Freiheit damit auch Europas verteidigt und
Später hat er nochmal wiederholt, wenn die Entscheidung getroffen ist, wörtlich Habeck, dass die Ukraine nicht nur für sich kämpft und unsere Unterstützung dabei bekommt, sondern auch für uns kämpft, dann wäre im Konzert mit den NATO-Partnern auch entsprechend über Abgabe von Material aus der Bundeswehr immer wieder neu zu prüfen. Und genau das, hat er gesagt, wird sicherlich auch passieren. Ich habe dir die Frage schon mal gestellt, aber was kann er meinen? Ich meine, bis jetzt ist es ja ein Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gewesen. Und andere Länder haben gesagt, wir müssen der Ukraine helfen. Aber was bedeutet es denn, wie würdest du das übersetzen, wenn Habeck sagt, dass die Ukraine eventuell gar nicht für sich alleine und ihre Verteidigung kämpft, sondern für uns alle, für Europa? Ja, das erinnert mich so ein bisschen an das Zitat von dem ehemaligen Verteidigungsminister Struck, der gesagt hat, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Und Hindukusch war ja Afghanistan. Und auch da hatte man sich dramatisch geirrt, denn wir wissen, dass Afghanistan nicht in die heile westliche Wertegemeinschaft und in die Demokratie überführt wurde, und zwar nach den Regelnormen, die letztendlich die USA vorgeben und dann eben halt mit der finanziellen Unterstützung aller NATO-Mitgliedspartner, sondern sie sind einfach wieder raus und der ganze Laden ist wieder auf ihre alte Struktur zurückgegangen, wo sie vorher waren. Und wenn man aus diesen Erfahrungen alleine heraus mal argumentiert, dann ist die Gefahr relativ groß, dass Herr Habeck, und zwar unabhängig davon, ob er seine eigenen Aussagen verstanden hat oder nicht, man darf ja nicht vergessen, dass sie ja auch, ich möchte mal sagen, gewisse Berater haben aus bestimmten Ebenen, die sehr wohl wissen, wie die Zusammenhänge sind. Aber ob er es verstanden hat oder nicht, der gute Herr Habeck, es kommen hier gewisse parallele Gedanken dabei auf, denn man hat sich schon sehr oft auch in den USA getäuscht, gerade was diese Dinge anbelangt, wenn man eben halt die Verteidigung der eigenen Heimat zugrunde legt. Also das war ein Interview, das er den ZDF gegeben hatte vor 2 Tagen. Jetzt möchte ich noch mal auf diese aktuelle Meldung von Euraktiv kommen, Andreas. Da heißt es zu dem gestrigen Treffen in Ramstein, das Treffen stellt einen Wendepunkt in den Konsultationen zwischen den westlichen Verbündeten dar, die sich zu einer indirekten Militärkoalition entwickelt haben. Ist es das vielleicht, was Habeck auch meinte oder worauf er hingedeutet hat? Bildet sich jetzt hier gerade, so wie es ja eine globale Pandemiebekämpfung nicht nur durch die WHO jetzt gibt, sondern da ist die EU und da sind verschiedene andere vakzinorientierten Unternehmen beteiligt. Und gibt es jetzt eventuell wie einen globalen Pandemieplan auch einen global organisierten zentralen Militärkomplex? Also damit ist natürlich zu rechnen, dass man das vorhat, auch wenn ich nicht glaube, dass das wirklich durchgesetzt werden kann in letzter Konsequenz. Das zeigen nämlich andere aktuelle Entwicklungen, nämlich in China und in Russland. Aber unterm Strich gesehen könnte ich mir vorstellen, dass es in diese Richtung gehen soll. Ich gehe davon aus, dass sehr viele Kapitalflüsse momentan in die westliche Welt hineingehen, um die NATO noch ein wenig zu erweitern. Denn die NATO ist ja ein Verteidigungsbündnis offiziell und in Wirklichkeit ist es mehr oder weniger eine Militärkonstruktion der Vereinigten Staaten von Amerika. Und wenn man dann weitere westliche Staaten mit dazu nimmt, zeugt das auch davon, dass man eventuell die NATO nochmal erweitern möchte. Auch das ist natürlich das Ganze, was dahinter steht. Übrigens, wer das vor wenigen Monaten noch gesagt hätte, der wäre als Verschwörungstheoretiker abgetan worden. Ist es auch gemacht worden, wenn wir gesagt haben, die westliche gegen die Ostwelt. Aber jetzt ist es eben halt ganz offiziell. Aber die Verschwörungstheorie von gestern ist ja mittlerweile die normale Nachricht im ZDF von heute. Ja, also eventuell wurde da eine globale Militärregierung geplant. Wir werden das Ganze mal weiter beobachten mit großen interessierten Augen. Deutschland wird jetzt selbstfahrende Gepard-Flugabwehrkanonen
an die Ukraine liefern. Das hat auch Frau Lambrecht gestern in Ramstein gesagt. Über ihre Schuhe wurde übrigens da gestern nichts berichtet. Ja, unabhängig von ihren Schuhen finde ich es ganz witzig und wichtig, also witzig ist der falsche Begriff, aber wichtig, dass hier Waffen natürlich auch Munition brauchen. Und leider hat die Bundeswehr irgendwie gar keine Munition. Und man hat das durchgerechnet, wie viele von diesen Munitionseinheiten verbraucht werden von einem solchen Gepard-Panzer. Und wenn die unter kompletten Einsatz wären, dann würden sie ungefähr 20 Minuten ungefähr abwehren können oder 20 Minuten arbeiten können. Dann wäre die gesamte Munition verschossen, die man mitliefert. Das heißt, sie haben 20 Minuten addiert, natürlich kumuliert zusammen, eine Abwehrpotenzialsituation zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist natürlich schon wirklich äußerst peinlich, das Ganze, wenn man sich das mal vor Augen führt. Und dann können Sie von Ihrem Gepard-Panzer runterspringen, weil er dann keinen Wert mehr hat, weil da nichts mehr zum Verschießen da ist. Das finde ich auch so unglaublich. Auf jeden Fall hat US-Verteidigungsminister Austin nach dem Treffen gegenüber Reportern erklärt, dass das Forum, was da jetzt stattgefunden hat, als monatliche Kontaktgruppe fortgesetzt werde, die den Verteidigungsbedarf der Ukraine erörtern werde. Und dies kann als Zeichen dafür gesehen werden, unter anderem natürlich, dass Kiew eine längere militärische Auseinandersetzung mit Russland bevorstehe. Wenn man sagt, alle Monate treffen wir uns jetzt hier. Und man wolle es Russland schwerer machen, seine Nachbarn zu bedrohen, sagt Herr Austin. Und Deutschland ist eben jetzt auch dabei. Andreas, das sieht jedenfalls nicht danach aus, dass man als Ziel gesetzt hat, wir setzen uns an einen Tisch mit den Russen und versuchen, ein diplomatisches Gespräch hinzubekommen. Wir versuchen alles und geben alles daran, dass wir einen Frieden hinbekommen, sondern man hat hier jetzt eine militärische Kontaktgruppe gegründet. Ja, also Nena hat ja mal in ihrem Weltsong 99 Luftballons irgendwo einen Part gehabt, wo dann von 99 Kriegsministern gesprochen wurde. Dafür ist sie übel abgestraft worden, weil es sind ja immer Verteidigungsminister. Ich finde das auch sehr interessant, dass man hier wieder von einer Verteidigung spricht und nicht von irgendeinem Kriegsrat, der dahinter stehen könnte. Denn wenn ich natürlich sehe, dass der Angriffskrieg aus meiner Sicht, zum Beispiel der Vereinigten Staaten damals in Irak, ein Verteidigungskrieg der Ölreserven Amerikas, die der Herrgott aus welchen Gründen auch immer ausgerechnet bei den Mullahs vergraben hatte, nämlich ihr amerikanisches Öl. Und so kann man natürlich alles eben halt für sich auch durchdrehen. Das Problem ist ganz einfach, auch hier spielen die propagandistischen Dinge eine Rolle. Man ist an Frieden nicht interessiert. Man sieht hier sehr deutlich, dass hier ein Krieg hochgepusht wird. Und das ist so eindeutig, dass man es einfach nicht mehr negieren kann. Das ist auch keine Verschwörungstheorie mehr. Denn es gibt nicht eine einzige Argumentation aus der westlichen Welt, wie man in wirkliche Vertragsverhandlungen kommt. Keine Überschrift in den Medien, die in irgendeiner Form sagt, wie bekommen wir jetzt wieder den Frieden? Wie können wir beispielsweise Russland davon überzeugen, dass die kriegerischen Handlungen aufhören? Das kann man eigentlich nur dann, indem man selber zugibt, dass man kriegerische Verfehlungen in den ganzen letzten Jahrzehnten ebenfalls hinter sich hat und dass wir auf dieser Ebene jetzt gemeinsam diskutieren, um die Muster zu brechen. Nichts dergleichen ist von Interesse. Aus diesem Grunde kann ich nur interpretieren, man hat Interesse an einem Krieg, aber das führt natürlich zu wirklich dramatischen Entwicklungen, vor allem auf der ökonomischen Seite. Auch wenn es kurzfristig, wie in der großen Depression in den 30er Jahren, für die Vereinigten Staaten von Amerika momentan wieder ein Konjunkturpaket ist, welches sich gerade entwickelt in Europa, weil natürlich USA und die Rüstungsindustrie dort extreme Bestellungen natürlich von Waffen zu verzeichnen hat. Was ich spannend finde, womit du mich heute beim ersten Kaffee überrascht hast, das war eine Vergleichsliste der Rüstungsbestände, der Waffenbestände Deutschland, Russland. Und du hattest ja am Montag schon mal kurz etwas über den Etat gesagt, den Rüstungsetat sowohl Russlands als auch Deutschlands und hast jetzt mal die Waffen verglichen. Wie viel hat Russland, wie viel hat Deutschland? Und
Da habe ich mich beim ersten Kaffee heute verschluckt. Ja, ich fand das einfach, das ist ein Skandal, den ich hier einfach erkennen muss. Und ich bin mit dem Wort Skandal eigentlich vorsichtig. Aber wenn ich sehe, dass Russland ja extrem groß ist, das geht nämlich vom Pazifik bei Korea, das ist Wladiwostok, bis nach St. Petersburg, das ist an der Ostsee. So groß ist Russland, um sich das nochmal vorzustellen. In Russland geht ja nie die Sonne unter. Wenn sie also gerade am Horizont noch oben steht und ist im äußersten Westen in St. Petersburg am Untergehen, steht sie im äußersten Osten schon wieder am Firmament. Und das ist dieselbe Sonne, die zweimal in Russland scheint. Das finde ich schon ganz interessant, wie groß dieses Land ist. So, mit anderen Worten, eine russische Armee hat natürlich weitaus mehr Kosten auch, was die Militärtransporte anbelangt, alleine aufgrund der Größe der Distanzen. Denn St. Petersburg, Wladiwostok wäre vergleichbar mit Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen. Und das ist doch eine ganze Ecke kürzer. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt sehe, dass die Vergleiche des Rüstungsetats bei Russland bei, ich glaube, 62 oder 65 Milliarden liegt, 65 Milliarden Dollar im Jahr gibt Russland aus für die gesamte Verteidigung. Das ist übrigens nur ein Bruchteil, wenn man sieht, dass die Weltverteidigung 1850 Milliarden ausmacht. Da sind 62 Milliarden nicht einmal 5% ist der Weltrüstung. Und das ist das größte, die größte, schlagkräftigste Armee offenbar, die die Welt zurzeit hat. So, und Deutschland hat 57 Milliarden. Das ist also quasi nur minimal weniger gegenüber Russland. Und jetzt gucken wir uns mal an. Russland zurzeit, ich habe das mal so grob überschlagen, wenn die Zahlen nicht hundertprozentig stimmen, bitte ich um Verzeihung. Aktive Soldaten beschäftigt Russland zurzeit 1.350.000. Deutschland hat 199.000 Soldaten. Kannst du es nochmal sagen? 1.350.000 Soldaten, also 1,35 Millionen Soldaten, bezahlt Russland mit dem Etat, aus dem Etat, während Deutschland 199.000 Soldaten aus ihrem Etat, der nahezu gleich Großes finanziert. Russland hat 18.000 zurzeit aktive Panzer. Und von diesen 18.000 Panzern, das sind die Sowjetpanzer, die uralten Dinger, die auch auf Halde liegen, gar nicht mit reingerechnet. Denn das würde natürlich hinken, sondern dann sind es nämlich Hunderttausende. Aber die 18.000 aktiven Panzer sind eben da. Deutschland verfügt offiziell über 4.600 aktive Panzer, wobei wir wissen, dass die meisten offenbar auch kaputt sind oder viele davon. Russland verfügt über einen modernen Flugzeugträger aus den 90er Jahren. Ich glaube, der ist aus China geliefert worden. Wir wissen, Deutschland hat keinen Flugzeugträger. Russland verfügt über 1.543 Hubschrauber, die russische Armee. Deutschland im Vergleich 287 und die fliegen auch nicht. Also nochmal 1.543 Hubschrauber, Russland 287 in Deutschland. Tankflugzeuge unterhält Russland 20 Stück, Deutschland keins. Aufklärungsflugzeuge hat Russland 132, Deutschland 41. Transportflugzeuge hat Russland 445, Deutschland 43, nicht einmal 10%. Dann die Flugzeuge für Bodenangriffe, Russland 739 Flugzeuge, Deutschland 75. Jagdflugzeuge verfügt Russland über 772 Flugzeuge, Deutschland über 134. So, insgesamt hat also alleine an Flugmaschinen Russland 4.173 Militärflugzeuge und Deutschland 617. So, und jetzt frage ich mich, wie das sein kann, dass die russische Armee als eine der modernsten und stärksten, schlagkräftigsten Armeen der Welt gilt, während Deutschland nicht einmal genügend Platzpatronen haben, wenn sie ein Manöver in Bergen beispielsweise, da komme ich aus der Ecke her, oder Soltau, Munster, auf dem Truppenübungsplatz zustande bekommt. So, jetzt frage ich mich, wo sind die deutschen Steuergelder eigentlich hin, wenn ich das mal einfach so vergleiche? Und da kommen mir natürlich dann Verschwörungstheorien in den Griff. Hat Deutschland den gesamten Angriff in Afghanistan finanziert? Haben sie den gesamten Krieg im Irak mitfinanziert? Das Geld müsste ja dafür fast gereicht haben. Und das sind für mich Fragen, die ich mich wundere, dass sie nirgendwo gestellt werden von vermeintlichen Experten, die in ZDF, ARD und in allen möglichen Zeitungen sich da mehr oder weniger das Mikro in die Hand geben.
Ja, danke für diese sehr interessante Analyse. Wir geben das hiermit den vielen Mainstream-Journalisten weiter, die sich hier im Kanal tummeln und immer mal wieder uns abhören. Und vielleicht bekommt ihr hier auch mal den einen oder anderen Impuls, um was Sinnvolles zu machen. So, ja, wir haben eine Meldung, die ließ aufhorchen, sehr überraschend, denn die US-Finanzministerin Janet Yellen hat die EU gewarnt. Und zwar gewarnt vor einem Ölembargo gegen Russland. Das sind neue Töne, zumal ja USA sich überhaupt nicht um solche Dinge selber kümmern bzw. darum scheren und ihre Geschäftsbeziehungen ja zu Russland durchaus weiterlaufen lassen. Aber nun hat Frau Yellen eben gewarnt und sagt, ein vollständiges EU-Importverbot für russisches Rohöl sowie auch Gas könnte unbeabsichtigte wirtschaftliche Folgen für die USA und ihre westlichen Verbündeten haben. Und ein solches Verbot richte mehr Schaden an, als dass es Nutzen bringe, sagte sie. Sie war ja auch früher Chefin der US-Zentralbank. Und die deutschen Wirtschaftsnachrichten melden das. Sie sagt, zwar müsse Europa die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas verringern, aber gleichsam sei eben Vorsicht angebracht, wenn man über ein komplettes Verbot nachdenkt. Andreas, und nun hat sich der Herr Habeck, das ist hier gerade ganz groß in der Bild-Zeitung erschienen, der hat sich zu Wort gemeldet mit einem Selfie-Video. Das, also er konnte wahrscheinlich gar nicht mehr abwarten, bis die Kameras der Partei an ihn herangerollt sind, sondern er hat es ganz schnell selbst gemacht und wollte es offenbar unbedingt so schnell wie möglich raushauen. Er sieht keine Vollkatastrophe mehr, wenn Deutschland schnell rausgeht aus dem sogenannten Russenöl, wie es hier heißt. Und er sagt, er sehe einen guten Weg und hat eben gestern Abend berichtet Bild, das Medium der Jugend, also Instagram, benutzt und eben dieses Video da eingestellt und sagt da, das Ölembargo würde nicht mehr zu einer Vollkatastrophe führen. Und was sagt er dann? Der deutsche Weg war einer, der nicht gesagt hat, wir machen jetzt ein Embargo und dann überlegen wir mal, hups, wie setzen wir das eigentlich um und was bedeutet das für die Volkswirtschaft und für die Menschen im Land, sondern den umgekehrten Weg zu gehen. Erst die konkreten Schritte vorzubereiten und dann zu sagen, guck, wir sind schon frei von russischer Kohle beispielsweise. Das hatte also nach ein paar Wochen gut geklappt, sagt er, sodass jetzt die Kraftwerksbetreiber wie die Stahlwerke sich von russischer Kohle unabhängig machen und wir dann im Sommer frei sind von russischer Kohle. Also er hat so ein bisschen wie die Sendung mit der Maus gemacht und er hat dann noch angefügt, aber heute soll es vor allem um Öl gehen. Vor 2 Monaten hätte er zu einem Ölembargo noch sagen müssen, das hält Deutschland kaum aus. Das wäre jetzt nicht mehr der Fall, auch wenn lokale Unterbrechungen, Preiserhöhungen und regionale Engpässe möglich seien. Also er schildert hier en passant ein Horrorszenario mit lokalen Unterbrechungen, Preiserhöhungen und regionalen Engpässen. Dass niemand etwas bemerke, könne man ehrlicherweise nicht sagen, sagt Herr Habeck in seinem lustig-jugendlichen Unterton. Deutschland habe seine Ölabhängigkeit bereits von 35 auf rund 12% gedrosselt. Man kann, sagt er wörtlich, das quasi durch 3 teilen, grob gesprochen. Und er weist dann noch hin auf die ostdeutsche Raffinerie Leuna und die Russenraffinerie Schwedt an der Oder und Importe, die an westdeutsche Häfen gingen und dann den Rhein runter verschifft würden. Und er sagt, die ganzen Probleme, Leuna und die Häfen, die seien jetzt gelöst. Die Hafenimporte waren zum Beispiel vergleichsweise leicht zu ersetzen und jetzt bliebe noch das eigentliche Problem von Schwedt. Aber er ist da völlig fröhlich. Ja, das ist so ein bisschen eine Show RTL 2. So bringt er das mehr oder weniger rüber. Und das ist natürlich oft dann die einzige Möglichkeit, wenn man Zusammenhänge nicht versteht, dass man es auf die lustige Weise irgendwie versucht rauszudrängeln. Das Schlimme ist allerdings, dass ich glaube,
dass dieser Unsachverstand, der hinter diesen Aussagen steht, von dem Sender, der das gesagt hat, nämlich Herrn Habeck, selbst geglaubt wird. Und er beruht darauf natürlich seine Aussagen, das Fundament dieser Aussagen, auf der Grundlage von ideologisch abgerichteten Volkswirten. Volkswirte haben ein Problem, dass sie die Partikularinteressen der Betriebswirtschaft überhaupt nicht verstehen können. Volkswirte haben immer einen Überblick von ganz oben. Das ist übrigens auch eine ganz vernünftige Größenordnung. Und dann haben die so ganz grobe volkswirtschaftliche Zahlen, können aber die einzelnen Details und Flüsse innerhalb der betrieblichen Strukturen überhaupt nicht nachvollziehen. Dafür sind Volkswirte bekannt. Übrigens sind die sehr wichtig für die Volkswirtschaft. Aber hier geht es um Betriebswirtschaft. Zusammenhänge. Wenn nämlich Gas und Öl rauskommt, dann geht es nicht darum, dass die Volkswirtschaft als erstes kaputt geht und dann die Betriebe dranhängen, sondern die Betriebe sind die ersten Faktoren in einer Wirtschaft und die Volkswirtschaft hängt hinten dran. Und so bastelt man sich seine Welt à la Pippi Langstrumpf, wie sie einem gefällt. Und die Aussagen, dass dieser Öl- und dieser Rohstoffverzicht aus Russland keine Probleme mit sich bringt, kommt von Menschen, die als Sachverständige gelten, aber nicht in der Verantwortung für Unternehmen und auch nicht für Unternehmensstrukturen sind und für Logistik. Das ist das Hauptproblem. Aber die werden nachher, wenn das ganze System zusammenbricht, nicht gefragt. Dann hängt man irgendeinen kleinen Habeck auf und sagt, guck mal, der hat das alles verbockt, der hat das falsch gemacht. Aufhängen meine ich natürlich übertragen gesehen. Also medial wird er dann aufgehängt. Während die anderen beispielsweise, die damals dahinter gestanden haben mit ihren Gutachten, das sind übrigens auch sowieso No-Name, das sind also Menschen, die sowieso keiner kennt, mit irgendwelchen Titeln und die können da irgendwas sagen. Es gibt eine sehr starke käufliche Wissenschaft, das muss man auch ganz klar sagen. Und dann kommt solch ein Unsinn zustande. Jeder, der etwas von Ökonomie versteht, weiß, dass es Unsinn ist. Ja, und der Herr Habeck, man müsste sich das mal anschauen. Ich werde das Video noch mal einstellen. Der hat ja dann eine Art... Vielleicht ist es auch seine Aufgabe oder er betrachtet es als seine Aufgabe, bei Instagram jetzt auch die jungen Leute mit einzubeziehen. Und er sagt zum Beispiel, wenn er denn da bei Rosneft beispielsweise, den Energieproduzenten, wenn ich da anrufe und sage, hallo, was wollt ihr eigentlich tun, um unabhängig vom russischen Öl zu werden? Dann nehmen sie den Hörer gar nicht ab und sagen, hä, was willst du eigentlich von uns? Das ist genau unser Geschäftsmodell, nichts werden wir dagegen tun. Und dann sagt er weiter, also Rosneft ist ein russischer Staatskonzern und die haben gar keine Interessen daran, dass sie nicht russisches Öl raffinerien. Naja, und dann sagt natürlich die Bild-Zeitung, dass es doch so einfach nicht sei, denn Problem 1 sei, man dürfe die kritische Grenze der Ölmengen in der Raffinerie nicht unterschreiten. Das heißt, es braucht mehr nicht russisches Öl aus einem anderen Land. Deswegen war er am Dienstag in Polen, erklärt Habeck, und kommt so auf die Tagespolitik zu sprechen. Er habe mit der polnischen Energieministerin über eine Lösung verhandelt. Man sei im Konkreten sehr gut vorangekommen. Problem 2, damit alles funktioniert, muss Rosneft aus Schwedt abhauen. Doch wie das aussehen könnte, erwähnt Habeck mit keiner Silbe. Also das heißt, es sind unausgegorene Pläne, ob jetzt eine Kooperation mit Polen, was das angeht, so besonders günstig ist, nachdem ja Polen und Bulgarien jetzt der Gashahn zugedreht wurde von der russischen Regierung, das bleibt dahingestellt. Ja, also ich bin der Meinung, dass Blinde niemals über die Farbgebung sprechen sollten, die man irgendwo hat oder irgendwo vorhat, wenn man ein Dorf neu streichen will. Also das sollten welche machen, die also mit dem Augenlicht sehr gut vertraut sind und auch keine Farbenblindheit haben. Und anders kann ich eigentlich gar nicht mehr kommentieren. Das ist einfach unfassbar. Andreas, währenddessen hat Bloomberg folgende Meldung veröffentlicht heute, nämlich dass 10 europäische Gaskäufer bereits Konten bei der Gazprombank eröffnet hätten. Und das soll herausgekommen sein nach Angaben einer Gazprom nahestehenden Person. Und bis zu den nächsten Rubelzahlungen, die im Mai fällig werden, würden, nachdem jetzt Polen und Bulgarien vom Gas abgeschnitten wurden, weil sie sich weigern, in Rubeln zu bezahlen, aber bis Mitte Mai würden keine weiteren Kürzungen erwartet werden.
Und hier heißt es, vier dieser europäischen Gaskäufer hätten ihre Lieferungen bereits in Rubel bezahlt, wie Wladimir Putin es gefordert hat. So eben, wie gesagt, diese Person, die dem russischen Gasriesen Gazprom näher stehen soll. Und es heißt weiter, selbst wenn die anderen Abnehmer die Bedingungen des Kremls ablehnen, sind weitere Lieferunterbrechungen erstmal vor der zweiten Maihälfte nicht zu erwarten. Und Andreas, es gab ja die Diskussion gestern heute, dass Österreich, der Kanzler Nehammer, gesagt hätte, dass das Land weiter Gas aus Russland beziehen würde und dass in Österreich niemand frieren müsste. Das hat er inzwischen zurückgenommen. Könnte es sein, dass er hier zu diesen 10 oder sogar zu diesen 4 europäischen Gaskäufern gehört und einen Rückzieher machen musste? Ja, man muss das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, was dahinter steht. Weil ich sehe auch an den Mails immer wieder, dass diese Zusammenhänge nicht wirklich verstanden werden. Denn natürlich kann Europa und jeder sogenannte unfreundliche Staat weiterhin in seiner Währung zahlen. Das Entscheidende ist, dass die Fakturierung, also die Berechnung des Gutes, was verkauft wird, in Rubel laufen soll. Warum hat Putin das gemacht? Putin will nicht die Inflation für Europa bezahlen, zum Beispiel. Denken wir an die Corona-Politik. Das Coronavirus war ja nicht das Problem, sondern die Corona-Politik war das Problem. Durch die Corona-Politik hat man unglaubliche Menschen gezwungen, dass sie große Mengen anzahlen, die nicht mehr arbeiten durften. Und die nicht mehr arbeiten durften, die waren in Kurzarbeit. Das wurde finanziert durch staatliche Gelder. Wo kommt das Geld her? Nochmal, aus dem Nichts heraus. Und wenn man die Geldmenge extrem erhöht, indem man es einfach nur druckt oder per Knopfdruck auf einem Bildschirm herstellt, dann bedeutet das, dass das Geld verwässert und dadurch die Inflation nach oben steigt. Aus welchem Grunde soll dann beispielsweise Russland für diese verfehlte Politik jetzt bezahlen, indem sie sagen, ein beispielsweise Kubikmeter Gas kostet 1 Euro beispielsweise. Ja? Dann hat der Euro ja immer weniger Wert. Das heißt, sie liefern irgendwann das teure Gas und bekommen gar nichts mehr dafür im Gegenzug, weil dieses Geld einfach nur neu gedruckt wurde. Das heißt, sie verschenken ihr Gas im schlimmsten Fall, wenn der Euro zum Beispiel komplett kollabiert. Und aus diesem Grunde sagen sie ganz einfach Folgendes. Ihr könnt weiter in Euro bezahlen, ihr könnt in Dirham bezahlen oder in US-Dollar bezahlen, aber zu dem Rubelkurs, den wir hier bei der russischen Zentralbank eben halt festgelegt haben. Das bedeutet, wir verkaufen beispielsweise ein Kubikmeter Gas für 100 Rubel. Ob ihr diese 100 Rubel kauft für 10.000 Euro, 100.000 Euro oder 2 Euro, das ist uns eigentlich egal, weil wir wollen in Rubel bezahlt haben und wir nehmen dann entsprechend zum aktuellen Wechselkurs, den ihr selbst beeinträchtigt durch eure Fiskalpolitik, durch eure Geldmengenpolitik. Und aus diesem Grunde haben wir damit das Risiko nicht mehr. Also nochmal, Russland will nicht das Risiko der europäischen Inflation übernehmen. Und aus diesem Grunde sagen sie nochmal, wir nehmen alle Währungen an, aber bezahlt werden muss in Rubel, sodass wir dann auch entsprechend unseren Gegenwert haben. Das ist verständlich. Ich würde gerne ein kleines Schaubild einstellen. Lieber Walter, du hast das für uns gemacht, das darf ich jetzt ganz kurz sagen. Er weiß, wer gemeint ist. Und ich möchte das gerne einstellen, um das nochmal versinnbildlichen, was da wirklich hintersteht. Okay, und dieses Schaubild heißt, die Konsequenzen Putins Entscheidung, das Gas in Rubel abzurechnen. Ja. Ja, das werden wir dann nach dem Podcast einstellen, da findet ihr das. Und ja, dann kann man darüber weiter nachdenken, beziehungsweise sich da mal reinarbeiten. Also es ist ja schon spannend, Andreas, dass das nicht verstanden wird, beziehungsweise auch in den Medien nicht erklärt wird, wo es doch wichtig wäre für alle Menschen, das zu verstehen, um dann völlig neue Blickwinkel auf diese Causa auch zu bekommen. Aber gut, es ist in dieser heutigen Zeit alles ein bisschen schwieriger geworden. Die Schweiz übrigens, die will keine schweren Waffen nach Kiew liefern. Die hält an ihrer Neutralität fest und will nun nicht nur nicht liefern, sondern sie erlaubt es auch nicht, meldet Epoch Times.
Und während ja Deutschland, wir haben darüber gesprochen, durchaus jetzt Waffen liefern will. Aber Deutschland darf auch in der Schweiz gekaufte Munition nicht in die Ukraine liefern. Und das geht aus zwei Anfragen hervor aus Deutschland, zwecks Weitergabe von Schweizer Munition an die Ukraine, berichtet SRF, also das Schweizer Radio und Fernsehen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft verweist auf die Schweizer Neutralität und die zwingenden Ablehnungskriterien der Kriegsmaterialgesetzgebung. Und normalerweise und grundsätzlich verlangt die Schweiz für Kriegsmaterialexporte an staatliche Endempfänger eine sogenannte Nichtwiederausfuhrerklärung. Und eine neue Regelung verbietet zusätzlich, einzelne Bauteile von Waffensystemen über europäische Länder nach Russland oder in die Ukraine zu senden. Und auch ein Ersuchen Polens um Waffen zur Unterstützung der Ukraine hat die Schweiz letzten Monat abgelehnt. Da heißt es von der grünen Fraktionschefin Trede, Neutralität verbietet es der Schweiz ganz klar, an kriegstreibende Nationen oder indirekt kriegstreibende Nationen Waffen zu liefern. Ja, das hängt natürlich mit der Historie zusammen, mit der Schweiz, die ja ihre Verfassung im Jahr 1848 gemacht hatte. Das war zu derselben Zeit, als in der Paulskirche in Frankfurt die Verfassung des Kaiserreiches von 1871 verabschiedet wurde. Und das war so ein bisschen der Pendant. Die Schweiz ist ja ein zentraler Finanzplatz geworden in der damaligen Zeit, um von dort aus vermeintlich im Bereich der Neutralität die großen Kapitalsammelbecken zu unterhalten, von wo aus auch große Kriege finanziert wurden. Die Neutralität der Schweiz bezieht sich nur auf die reinen Waffensysteme oder eben halt auch auf die militärische Unterstützung, aber natürlich nicht auf das Finanzwesen, mit denen die Kriege mit ganz großem Bewusstsein geführt wurden. Also das muss man natürlich hier auch ein bisschen doppeldeutig sehen. Aber ich finde das sehr wichtig, dass die Schweiz ein solches Gesetz hat und auch die Umgehungstatbestände gleich mit ausschließt, nach dem Motto, wir liefern keine Waffen, sondern wir liefern Schrauben, wir liefern Rohre, wir liefern irgendwelche anderen Teile. Und wenn man das zusammenbaut, ergibt das eine Waffe. Das sind ja so die Umgehungstatbestände, mit denen man dann Waffen eben halt über verschiedene Umwege liefert, um sie dann irgendwann zu Waffeneinheiten dann zusammenbauen zu lassen. Ist schon sehr spannend. Wenn Deutschland eine solche vernünftige Politik machen würde, wäre mir wesentlich wohler. Aber das wird ja dann als Verrat gegenüber der Ukraine verkauft, anstatt zu erkennen, dass Waffenlieferungen zu noch mehr Elend, zu noch mehr Dramatik, zu noch mehr Leid führen. Und momentan haben wir ja eine völlig verkehrte, verwogene Politik, wo man sagt, wir brauchen mehr Waffen, um den Frieden zu haben. Und zwar nicht nur Waffen in Form von Abschreckung, sondern Waffen in Form von Abfeuern. Und das ist ein großer Unterschied. Ja, danke für diese Einordnung. Und immer wieder ist ja zu vermissen, dass man keinesfalls einen Frieden am Horizont sieht oder erreichen möchte, sondern wenn da also diese vielen Länder planen, dass sie sich jetzt die nächsten Monate regelmäßig treffen, um über weitere Waffenlieferungen nachzudenken, dann erscheint mir das alles andere als gesund. Andreas, wir haben es gesagt, Bulgarien bekommt kein Gas mehr, Polen bekommt kein Gas mehr und auch wer sich hier weit aus dem Fenster immer wieder lehnt, ist Großbritannien mit ganz kühnen Plänen gegen Moskau. Und Moskau hat jetzt sich auch geäußert, nämlich auf die Äußerungen des britischen Verteidigungsministers James Heppey, der gegenüber dem BBC-Radiosender erklärt hatte, es sei völlig legitim, dass die Ukraine Ziele auf russischem Gebiet anpeile, um Logistik- und Versorgungslinien zu unterbrechen. Also das heißt ja mit anderen Worten, Großbritannien fordert mehr oder weniger dazu auf, dass Russland auch von der Ukraine aus angegriffen werden soll.
Und das russische Verteidigungsministerium hat sich dazu geäußert und gesagt, wir möchten betonen, dass Londons direkte Provokation des Kiewer Regimes zu solchen Aktionen sofort zu unserer verhältnismäßigen Antwort führen wird, falls die Angriffe tatsächlich durchgeführt werden. Wie bereits gewarnt, sind die russischen Streitkräfte rund um die Uhr bereit, Vergeltungsschläge mit hochpräzisen Langstreckenwaffen auf Entscheidungszentren in Kiew durchzuführen. Also das heißt, diese provokanten Äußerungen führen zu provokativen Antworten. Und solange es nur verbal ist, geht's ja. Aber wie lange dauert es, bis so etwas dann in die Tat umgesetzt wird? Na, wir haben hier wieder geschichtliche Parallelen. Als im Jahre 1938 der Premierminister Chamberlain, sein Bruder ist damals im Ersten Weltkrieg ums Leben gekommen und das war der sogenannte Appeasement Manager, also der Premierminister, der für den Frieden sich eingesetzt haben wollte. Und der hat ja das Münchner Abkommen 38 gestaltet unter seiner Führung. Und damals ist die Tschechoslowakei durch diesen Einfluss geopfert worden, möchte ich mal sagen. Und das tschechische Gold, das Staatsgold, wurde damals genommen, um damit eine deutsche Rüstung mit aufzubauen, zu installieren. Das findet man übrigens in den Dokumenten, in bestimmten Staatsarchiven wieder, die vielleicht nicht genauso interpretiert werden in den Geschichtsbüchern, aber so kann man die Tatsachen schon zusammenbauen. Und so wurde dann beispielsweise damals auch unter der Unterstützung dieser Hilfenahme von United Kingdom, vom England, ein Krieg natürlich irgendwann entfacht, wo mit diesen Finanzmitteln dann beispielsweise auch ein Krieg gegen Russland damals geführt wurde aus Nazi-Deutschland. Und ich glaube, als damals die Deutschen in Polen im September 1939 einmarschiert sind, sind die Sektkorken geflogen in USA und auch in England, denn wir dürfen diese Brückenkonstruktion nicht unterschätzen, die nach wie vor intakt ist. Und hier gibt es schon gewisse Parallelen, die sich mir hier auftun. Und das ist natürlich wieder eine ganz wilde Verschwörungstheorie. Ist es nicht. Man braucht nur die Geschichtsbücher erkennen und dann kann man ableiten. Man kann auch ableiten, wie es in diesem Artikel, der auch von diesem Europaportal Euraktiv kommt, weitergeht. Denn es wird schon konkreter. Es ist nicht nur ein verbales Säbelrasseln. Denn das russische Verteidigungsministerium hat geantwortet, dass es im Fall eines solchen Gegenschlags übrigens nicht berücksichtigen werde, ob sich Vertreter eines westlichen Landes in den Entscheidungszentren der Ukraine befänden, wenn sie denn zurückschlagen würden. Und das hat wiederum den britischen Verteidigungsminister überhaupt nicht beeindruckt. Der antwortete dann, es sei völlig legitim, dass die Ukraine russische Logistiklinien und Treibstofflieferungen ins Visier nehme. Und er hat zudem angemerkt, dass die Waffen, die die internationale Gemeinschaft jetzt bereitstelle, die Reichweite hätten, um in Russland eingesetzt zu werden. Also das heißt, dass diese Waffen, die jetzt die internationale Gemeinschaft oder dieses neu geschaffene Militärbündnis, was weit über EU und NATO hinausgeht, dass die eben nicht diese Waffen liefern zur Verteidigung der Ukraine, sondern zum Angriff gegen Russland. Und daraufhin hat die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärt, dass Russland zur Unterbrechung der Militärlogistik militärische Ziele auf dem Territorium einer Reihe von NATO-Ländern angreifen könne, die Waffen an die Ukraine liefern. Würde bedeuten, dass Moskau über die Ukraine hinaus eben auch EU oder andere NATO-Länder angreifen könnte. Und Frau Sacharowa sagte, soweit ich weiß, ist Großbritannien eins dieser Länder. Das klingt ja wie eine Kriegserklärung. Ja, es wird mit dem Feuer gespielt, auf Teufel komm raus. Das ist eigentlich wirklich unfassbar, was hier läuft vor unseren Augen. Und wie hier die Presse ihrem Auftrag nicht gerecht wird, auf diese dramatischen Situationen hinzuweisen, sondern parteiisch mehr oder weniger den Krieg noch zu schüren durch Hass und Hetze gegenüber einem der Kriegspartner. Und das ist schon ziemlich heftig, was da gerade läuft. Man darf aber in Europa auch eines nicht vergessen.
Nochmal, die Russen haben zum Beispiel Kaliningrad. Kaliningrad ist das ehemalige Königsberg in Ostpreußen. Das ist eine militärische Hochburg Russlands. Das liegt in Polen. Das ist exterritorial, ist aber russisches Staatsgebiet. Das sind wenige Kilometer, 150, 200 Kilometer von Deutschland entfernt. Das heißt, innerhalb von wenigen Minuten könnten dort Geschosse von dort abgeschossen in Deutschland landen. Ich kann nicht verstehen, wie man bei dieser Kenntnis so mit dem Feuer rührt und so versucht, da ganz mehr oder weniger eine Kriegstreiberei reinzubekommen, von Frieden weit weg. Also das sind ja Provokationen von beiden Seiten. Der eine steuert dagegen, der andere steuert zurück. Und in diesem Licht betrachtet ist es vielleicht auch nicht ganz uninteressant, dass ja Anfang April ein Treibstoffdepot in der russischen Stadt Belgorod angegriffen worden ist von zwei ukrainischen Militärhubschraubern. Es heißt, das sei der bisher einzige Angriff auf russischem Territorium gewesen. Und die Ukraine habe sich zu diesem Angriff noch nicht geäußert. Und es sei unklar, ob auch dieser Angriff auf höchster Ebene sanktioniert wurde. Wenn so etwas jetzt rauskäme, es haben ja da auch irgendwelche Treibstoff, ja, das waren diese Lager, die dann gebrannt haben. Andreas, wenn da jetzt herauskommen würde, dass also vom ukrainischen Militärbefehlshaber eben genau das angeordnet worden sei, dann ist ja durchaus möglich, dass es Reaktionen aus Russland gibt. Ja, natürlich. Und Belgorod ist keine kleine Stadt, da leben 400.000 Menschen. Nun weiß man natürlich nicht, ob es ein Unfall war oder wirklich ein militärischer Angriff. Sollte es ein Angriff gewesen sein, vielleicht stellt sich sogar raus, mit irgendwelchen Waffen, die von Deutschland mitfinanziert wurden oder von Deutschland sogar geliefert wurden, dann wird die Situation schon sehr ernst. Denn noch ist es ein kleiner regionaler Konflikt, den man jetzt versucht, von Seiten der Weltmacht Westen zu einem Flächenbrand offenbar auszuweiten. Das ist eine so eindeutige Geschichte, wie ich sie sehe. Ich möchte immer noch mal wieder entscheiden und sagen, es ist meine Meinung, die ich hier kundtue, meine Meinung. Und ich bin aber jemand, der, glaube ich, verhältnismäßig gut Zusammenhänge zusammenbringen kann, um zu sagen, okay, so könnte das Gesamtbild aussehen. Es kann natürlich immer sein, dass bestimmte Daten mir nicht zur Verfügung stehen, aber aus jetziger Sicht sieht es danach aus. Und vielleicht sollte auch noch einmal der russische Außenminister Lavrov hier zitiert werden, dessen Äußerungen ja irgendwie missverständlich angekommen sein könnten oder auch nicht. Das ist die Frage. Es hieß ja, dass er vor einem dritten Weltkrieg gewarnt hätte. Und in einem Interview hatte er die Gefahr eines dritten Weltkriegs als real bezeichnet und hatte gesagt, dass die NATO jetzt durch dieses Militärbündnis, wo eben Waffenlieferungen auch von Seiten Deutschlands beschlossen worden waren, dass die NATO damit in einen Krieg mit Russland über Stellvertreter eingetreten sei. Und Waffenlieferungen an die Ukraine bezeichnete er als legitimes Ziel. Also auch hier will sich Russland wehren und sagen, okay, wenn die Waffen liefern an die Ukraine, können wir die angreifen. Ja, das sind jetzt die Dinge, die aus dem Ruder laufen können, relativ schnell. Und wenn ich dann sehe, dass sich aus internen Kreisen, zum Beispiel das Charité-Krankenhaus in Berlin, mitbekomme, dass man sich ernsthaft Gedanken macht, wie man dann beispielsweise Operationssäle in den Kellerbereich reinbringen kann, dass man auch weiter operieren kann, falls oben mal irgendwelche Waffen einschlagen in die Dächer beispielsweise, dann wird einem schon wirklich ganz komisch, weil hier wird schon ziemlich konkret mit dem Feuer gespielt. Aber ich habe das Gefühl, dass 90% der Menschen wirklich komplette Schlafmützen sind, die einfach überhaupt nichts mitbekommen wollen und überlegen sich, was sie für einen Urlaub machen und überlegen sich, was sie am Wochenende grillen werden und so weiter. Und es geht auch um Kinder, um unsere noch nicht einmal gezeugten Nachkommen. Es sind so viele Menschen davon betroffen. Wann wird man denn endlich mal wach? Ja, und diese Trägheit und Bequemlichkeit, die wird sich eventuell eines Tages auch rächen. Ja.
Denn ein Erwachen aus einem solch bleiernen Schlaf, das wird nicht sehr angenehm sein, weil es mitunter auch mit harten Schlägen verbunden sein könnte. Und ich möchte nochmal Sergei Lavrov, den russischen Außenminister, zitieren, der in einem Interview mit dem russischen Fernsehen gesagt hat, dass die NATO jetzt sozusagen die Ukraine die NATO in den Konflikt einbezieht und damit riskiert, einen dritten Weltkrieg zu provozieren. Das waren seine Worte, wo die waren so ein bisschen umgedreht worden. Er hätte gedroht mit einem dritten Weltkrieg. Und er sagte auch, die NATO sei jetzt, ich wiederhole das nochmal, in einen Krieg mit Russland über Stellvertreter eingetreten und bewaffne jetzt diese Stellvertreter. Das ist die Sicht, wie die Russen es sehen. Ja, aber das interessiert eben halt keinen, weil man hat ja nur seine eigene Sichtweise. Und die Strategie, wenn man an einen Frieden interessiert wäre, kann ja nur sein, dass ich mich versuche, in die Denkweise des anderen zu versetzen. Aber dann wird man eventuell als Putin-Versteher dargestellt. Wobei ein Putin-Versteher kein Putin-Befürworter ist, ein Putin-Versteher. Jeder Historiker zum Beispiel ist auch ein Hitler-Versteher. Denn wenn ich Hitler nicht verstehe und seine Perspektive, kann ich gar nicht über ihn berichten. Das ist das Hauptproblem. Das bedeutet aber doch nicht in keinster Form, nämlich, dass man sich damit jetzt übereinmacht und dass man sagt, ich bin seiner Meinung oder ich kann ihn verstehen im Sinne von, ich stimme ihm zu. Das Gegenteil ist zum Beispiel in den meisten Fällen der Fall. Aber wie will ich denn überhaupt strategisch vorgehen im Interesse eines Friedens, wenn ich nicht versuche, die andere Perspektive erst einmal zu verstehen? Daran ist überhaupt kein Interesse. Das sieht man sehr deutlich. Und wenn das intelligente Menschen zeigen, dass sie daran kein Interesse haben, kann ich daraus interpretieren, dass sie kein Interesse am Frieden haben. So einfach ist es. Ja, und noch ein paar Fürs und Dagegens der Ausgewogenheit halber. Also Austin hatte ja der US-Verteidigungsminister hatte ja gesagt, die USA wollten jetzt erreichen, dass die Ukraine ein demokratisches, souveränes Land bleibe und Russland bis zu dem Punkt geschwächt ist, an dem es nicht Dinge wie in der Ukraine einmarschieren machen kann. Und Lavrov hatte darauf erwidert, Russland habe das Gefühl, dass der Westen will, dass die Ukraine weiterkämpft und die russische Armee und den russischen militärischen Komplex ermüdet und erschöpft. Das sei allerdings eine Illusion. Und nochmal seine wörtliche Rede zu der Gefahr eines Atomkriegs, Lavrov jetzt wörtlich: Ich würde nicht wollen, diese Gefahren jetzt künstlich überhöht zu sehen, wenn diese Risiken ziemlich signifikant sind. Die Gefahr ist ernst, es ist real, es sollte nicht unterschätzt werden. Aber der britische Verteidigungsminister James Hippie, der sieht die Gefahr einer Eskalation nicht. Er sagt, Lavrovs Markenzeichen im Laufe der vergangenen 15 Jahre, in denen er russischer Außenminister ist, war diese Art von Prahlerei. Ich glaube nicht, dass im Moment eine unmittelbare Gefahr einer Eskalation besteht, sagt er also gegenüber BBC. Und weiter heißt es, was der Westen tut, sagt Hippie, um seine Verbündeten in der Ukraine zu unterstützen, sei sehr maßvoll. Wörtlich, alles, was wir tun, ist maßvoll, um eine direkte Konfrontation mit Russland zu vermeiden. Ja, maßvoll kann auch heißen, dass das maßvoll ist. Also da muss man natürlich doppeldeutig sehen. Also ich sehe hier, dass hier gesagt wird, dass die Ukraine und deren freiheitlichen demokratischen Strukturen erhalten bleiben sollen. Und jetzt sehe ich mir mal an, als die Ukraine zur Sowjetunion gehörte, konnten sich die einzelnen Länder entscheiden, wie Moldawien auch, bleiben sie dort in der Sowjetunion oder steigen sie aus? Und sie sind ausgestiegen. So wie Moldawien ausgestiegen ist, hat sich ein kleiner Teil, Transnistrien heißt er, gesagt, wir steigen nicht aus, wir sind russisch geprägt und wir wollen dort bleiben. Das nennt man Sezession. Diese Dinge sind absolut legitim in dieser besonderen Situation, ganz besonders. So, und in der Ukraine hat man dann gesagt, wir steigen aus diesem sowjetischen Verbund aus. Auch das ist legitim. Russland hat sogar noch die Schulden für
die Ukraine noch über Jahre hinaus übernommen, obwohl die Ukraine schon ausgestiegen war. Es gab aber einen Ostteil der Ukraine, die russisch geprägt waren. Die wollten gar nicht zu Russland dazugehören, wollten aber ihre russischen Traditionen aufrechterhalten. So, und wenn wir uns jetzt mal ansehen, dass dieses ukrainische demokratische freie Land zum Beispiel verbietet, dass man Russisch spricht in der Ukraine. Ich stelle mir mal im Vergleich vor dazu, dass in Deutschland man verbieten würde, dass jemand die arabische Sprache sprechen dürfte. Ich möchte nicht wissen, zu welchem Eklat das kommen würde, wenn es heißt, da hätten wir Sondersendungen im Brennpunkt, dass eine Partei fordern würde, wir verbieten das Sprechen der arabischen Sprache in Deutschland. Und die Einwanderer zum Beispiel aus den arabischen Räumen sind noch relativ frisch eingewandert, während die Ostukraine schon seit Jahrhunderten dort traditionell leben und ihre Sprache sprechen. Und das ist diese Doppelmoral, die man da so rein interpretieren kann. Und das, was für das eine ein totalitäres Verbrechen wäre, die arabische Sprache in Deutschland verbieten zu wollen, wäre im Prinzip in der Ukraine eine lupenreine Demokratie und freiheitliche Strukturen, wenn man Menschen verbietet, in ihrer Muttersprache zu sprechen. Und das ist das, was man immer wieder deutlich sagen muss. Und wenn diese Dinge nicht offen beim Namen genannt werden, dann wird es nie zu einem Dialog kommen und wie gesagt nie zu Frieden. Ich bin immer wieder auf diesem Friedenstrip. Und ich möchte noch mal auf die Energieversorgung kommen, die ja jetzt tatsächlich auch mit Riesenschritten in Richtung Entigas geht. Denn bei all den Provokationen gegenüber Russland, wie natürlich auch von Seiten Russlands gegenüber dem Westen, kann es ja gar nicht auch in diesem Punkt in Richtung Frieden gehen, sondern es wird immer bröckeliger. Wir haben gehört, Bulgarien bekommt kein Gas mehr und Polen auch nicht. Herr Habeck sagt, wir brauchen auch kein russisches Öl mehr, während Frau Yellen als US-Finanzministerin warnt und sagt, macht das bloß nicht, das geht für euch nicht gut aus. Und auch der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke hat sich zu Wort gemeldet. Das meldet das Portal Tag24 und hat vor weitreichenden Folgen eines möglichen Lieferstopps von Gas und Öl aus Russland für ganz Deutschland gewarnt. Er sagt wörtlich, bei einer Krise der Energieversorgung, etwa durch ein Öl- und Gasembargo, wären die Auswirkungen sozial und wirtschaftlich katastrophal. Das hat er übrigens gesagt in einem Interview mit der Märkischen Oder-Zeitung. Und er sagt, wenn gelegentlich von 3 Millionen zusätzlichen Arbeitslosen geschrieben wird, falls kein Gas und Erdöl mehr aus Russland geliefert wird, so halte ich das für eine Untertreibung. Und er zeichnete für diesen Fall ein düsteres Szenario für die Privathaushalte und für die Wirtschaft. Wörtlich, wir müssen davon ausgehen, dass ein Lieferstopp sofort Auswirkungen auf jeden einzelnen Haushalt in Deutschland hätte. Zum Beispiel würden die Energiepreise noch einmal drastisch steigen. Betroffen wären vor allem Menschen mit kleinerem Einkommen sowie die Rentner. Und er sagt, und wir müssten mit einem Zusammenbruch von Betrieben rechnen. Und Andreas, so wie andere Experten auch warnen und sagen zum Beispiel, wir brauchen nicht weniger Energieversorgung, wir brauchen mehr Energieversorgung. Und wenn man sich die ganzen kühnen Pläne anguckt, was die E-Autos, die E-Fahrzeuge alle angeht, dann ist das ja auch ganz klar. Ja, das Problem ist ganz einfach, dass die Menschen in den westlichen Staaten, speziell auch in der NATO, aber fast in allen sogenannten westlichen Bereichen, im Rahmen einer Russophobie dermaßen aufgehetzt wurden jetzt mittlerweile, dass sie gar keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Nach dem Motto, es ist völlig egal. Und wenn wir alle frieren, frieren für den Frieden, frieren gegen Putin oder irgendwelche solche absurden Dinge werden dann rausgehauen, dann wird plötzlich das ganze Problem auf eine Ebene gebracht der Emotionen. Es geht um Gut und Böse und es geht nicht mehr um Zusammenhänge. Und keiner will mehr Zusammenhänge
wissen. Und jetzt ist dieser Abrichtungsprozess so weit fortgeschritten. Und es ist typisch für die Menschen, wenn sie einmal eine Meinung gefasst haben, sich nicht eingestehen im Durchschnitt, diese Meinung zu revidieren, sondern auf Biegen und Brechen durchvertreten, auch wenn sie längst wissen, dass es nicht mehr stimmt. Deshalb können sie sich auch leisten, eine Frau Jellen, die dann der Form halber sagt, wir dürfen das auf gar keinen Fall machen, weil das könnte für Europa Riesenprobleme bringen, für USA ein bisschen, aber für Europa ganz extrem. Und Frau Jellen warnt vor diesem Embargo. Diesen Spruch von Frau Jellen wird man spätestens dann, wenn die Hungersnöte in Europa ausgebrochen sein könnten, dann wird man diese Dinge von Frau Jellen wahrscheinlich im Fernsehen zeigen und wird sagen, also selbst die USA haben ja gewarnt. Das sind so diese Pseudo-Warner und das ist so diese pseudo-freie Meinungsäußerung. Man lässt erst dann eine freie Meinung mehr zu, wenn sie auf gar keinen Fall mehr irgendeinen Schaden anrichten kann. Ich möchte noch mal auf eine ganz aktuelle Entwicklung kommen. Die Ampelparteien und die Union, das habt ihr dann inzwischen wahrscheinlich schon im Radio gehört, einigen sich heute auf den gemeinsamen Antrag zu den Waffenlieferungen an die Ukraine. Also alle dabei, alle unter einem Dach. Und es gibt noch eine Sondersitzung heute der Unionsfraktion, um die Änderung zu beraten. Morgen am Donnerstag wird der Bundestag darüber abstimmen. Und damit ist das denn auch als Entscheidung so gut wie durch, Andreas? Und das Schicksal nimmt ja seinen Lauf. Das Schicksal, seinen Lauf, ihren Lauf, seinen Lauf. Manchmal kommt man ein bisschen durcheinander. So, das ist das Hauptthema Nummer eins gewesen. Ein anderes Thema gerät immer mehr in den Fokus der Welt. Und zwar ist es der Lockdown in Shanghai, der ja jetzt auch in Peking erwartet wird. Und wir wissen auch, in anderen großen Metropolen werden Stadtteile schon abgeschirmt und isoliert von den anderen Menschen. Und der Lockdown in Shanghai mit 26 Millionen Einwohnern scheint allmählich zu einer humanitären Katastrophe auszuarten. Das berichten viele ausländische Medien, aber in Deutschland dann im deutschsprachigen T-Online. Es fehle in dieser riesengroßen Stadt an Wasser, an Strom, an Essen. Augenzeugen berichten von dramatischen Szenen, denn die Menschen waren noch nie so lange am Stück zu Hause. Die Gebäude seien marode, die Stromversorgung vollkommen überlastet. Auch deswegen seien in einigen Gebäuden schon Feuer ausgebrochen. Viele Menschen teilen sich nun die Bäder. Es gibt nicht genügend Küchen, denn die Menschen sollen offenbar gewöhnlich draußen in Straßenküchen essen. Und jetzt schickt die Regierung Essenspakete mit Kohl und rohem Fleisch und Eiern, aber die Menschen können davon gar nicht zubereiten, vor allem die älteren Bewohner nicht. Die wissen aber auch nicht, wie man mit dem Mobiltelefon Essen bestellt. Die Lieferdienste sind nur noch knapp besetzt und dort die Menschen, die dort arbeiten, verdienen kein Geld. Und es heißt hier, es sind Augenzeugenberichten. Wir haben Aufnahmen gesehen von Bannern, die aus den Fenstern gehängt werden. Auf ihnen steht, wer in den Gebäuden aufgrund des Lockdowns verhungert ist oder aus anderen Gründen gestorben. Und es wird auch berichtet, dass Menschen aus den Häusern herausspringen und sich das Leben nehmen, weil sie es nicht mehr aushalten. Und wie gesagt, Peking erwartet ebenfalls diesen Lockdown. Wegen übrigens 22 Neuinfektionen am Sonntag. 22, wovon viele ja noch nicht mal Symptome zeigen. So, und Andreas, wenn man sich das jetzt anschaut, was macht China da mit den Menschen? Was macht China mit Industrie und Wirtschaft? Was sind die Ziele? Woran könnte es liegen, dass so etwas völlig Unlogisches und Widersinniges durchgezogen wird, was ja bis in alle westlichen Länder hinüberschwappt, weil natürlich die Lieferketten weiterhin
unterbrochen bleiben müssen, weil die Häfen voll mit Schiffen sind, die nicht be- und entladen werden und so weiter und so fort. Ja, also man muss das wirklich nochmal wirken lassen, was du da gerade über Shanghai gesagt hast. Denn das sind erschreckende Beispiele. Und ich denke da damals an Wuhan, als die ersten Lockdowns in China gelaufen waren und man in der westlichen Welt sagte, oh, China ist jetzt am Abgrund, die brechen jetzt gerade zusammen. Und kurz darauf hatten wir dann genau dieselben Situationen. Und hier möchte ich nochmal ganz deutlich machen, man sollte über das Abstraktionsvermögen verfügen, sich solche Situationen wie in Shanghai, von mir aus auch in abgebildeter Form, aber von mir aus in dieselbe Richtung gehend, auch im Westen in großen Ballungsgebieten vorstellen zu können. Wenn nämlich in irgendeiner Form man nicht mehr weiter weiß von Seiten des Systems, dass Blackout oder sonstige Dinge eben halt passieren. Blackout ist eines der entscheidenden Faktoren im Moment. Dann kann man relativ schnell über die Bundeswehr oder über sonstige Sicherheitstruppen dafür sorgen, dass die Menschen das Haus nicht mehr verlassen können. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, zu Hause vorgesorgt zu haben. Noch einmal, Wasser muss da sein, eventuell ein Wasserfilter, wenn man eben halt nicht mehr, wenn das Wasser nicht mehr aus der Leitung kommt und man kann sich dann noch an irgendeinen Fluss raus oder sonst was und kann sich dann Wasser wieder filtern beispielsweise. Es sollten Nahrungsmittel da sein. Es sollten vielleicht, wenn es geht, eben Stromversorgungsmöglichkeiten da sein, zumindest im gewissen Rahmen, am besten geräuschfrei, wie wir es in dem Ecoflow immer wieder erzählen. Ich reite da so drauf rum, weil es so eben wichtig ist, weil man kann sich nämlich vielleicht nicht vorstellen, dass auch in einer großen Stadt in Deutschland solche riesen Plakate rausgehängt werden oder beschriebene Bettlaken, wo drauf steht, ich habe Hunger, oder Menschen sich von Balkonen stürzen. Also das ist ja jetzt in Shanghai wirklich die Realität, jetzt in diesem Augenblick, während wir das hier sagen. Also es ist schon wirklich heftig. Also kommen wir zurück zum Thema. Shanghai ist ja nicht deshalb im Lockdown, weil da irgendwelche 20, 30, 50 oder sonst was positive Tests sind, sondern hier handelt es sich mittlerweile ganz eindeutig um eine offenbare Kriegsführung gegen die westliche Welt mit Russland in Abstimmung aus meiner Sicht. Denn das bedeutet natürlich, dass wenn jetzt die Schiffe nicht mehr auslaufen, dass dann die entsprechenden Versorgungen der deutschen Industrie, der westlichen Industrie, der US-Industrie einfach nicht mehr da ist. Und das bedeutet, dass dann die Industrie zum absoluten Stillstand kommt. Stillstand heißt, es wird dann plötzlich nichts mehr produziert. Und das ist der Punkt, über den wir uns hier unterhalten haben. Und der Peter Heisenko, ehemaliger 747-Pilot, ich habe ihn persönlich mal kennengelernt in München, ein ganz geradliniger, klarer Denker, der hat da gerade wieder mal in seinen Underwelt Verlag, das ist wirklich ein sehr interessanter Verlag, wo man auch wirklich mal tiefergründig reinsehen kann. Und es geht nicht darum, dass man das alles übernehmen muss, aber man sollte diese Perspektive einfach mal der richtigen Zusammenhänge und dieser klaren Strukturen zwischendurch sich einfach mal vor Augen führen. Ja, und Peter Heisenko hat einfach mal beschrieben, was würde eigentlich geschehen, wenn ein Jahr lang kein neues Auto produziert werden würde oder andere Industrieprodukte, die nicht zum täglichen Überleben benötigt werden? Und die Antwort ist komplex, aber nicht unbedingt schrecklich. Denn in jedem Fall wird ein solcher Bruch die Menschheit zum Nachdenken zwingen. Wenn kein Auto mehr fährt, ja, dann bleibt man zu Hause. Die Frage sind natürlich ganz andere Dinge. Wo ist es mit dem Essen? Wo ist es mit dem Wasser? Funktioniert das alles noch? Und Peter Heisenko hat sich damit auseinandergesetzt, in welcher Situation wir sind, unser bisheriges Leben jetzt komplett in Frage zu stellen, nämlich unseren Konsum, dieses permanente Ressourcenmüll, Ressourcemüll. Andreas, es klingt, also dieser Artikel ist hoch aufschlussreich und regt an zu einer neuen Denkweise, die uns nicht als Opfer alleine hier darstellt, sondern auffordert, selber zu denken und die Chancen dieser Transformation zu erkennen, was unser gesamtes Verhalten angeht, unsere ethischen und auch unsere moralischen Kompassausrichtungen, aber eben auch unser
Verbraucherverhalten? Und dazu gibt es interessante Gedanken. Ja, also wir wissen ja alle, dass wir ja mehr oder weniger Verbraucher sind. Und das war ja bis vor kurzem noch ein unglaublich förderlich besetzter Begriff. Wir müssen verbrauchen, 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 denn wir brauchen ja Wirtschaftswachstum. Und auch heute hören wir noch jeden Tag, oh, wir haben Probleme, dass die Wirtschaft nicht mehr wächst. Das heißt, wir müssen ja mehr verbrauchen und noch mehr Ressourcen in Müll umwandeln. Denn das ist ja das, was dahinter steht. Aber kommen wir noch mal ganz kurz zurück, bevor wir da einsteigen in diese Richtung, was China gerade macht. Das China ist ja im Prinzip nur ein Folgesystem und dann kommen wir in diese Grundlage rein. Das ist vielleicht interessant. Die Corona-Politik, nicht Corona übrigens, sondern die Corona-Politik war ja der Startschuss der Misere, in der wir uns gerade befinden. Dann kam die Ever Given im Suez, dass plötzlich die Schiffe nicht mehr vorbeifahren konnten. Jetzt ist es Shanghai. Die Staus in allen Häfen, das hängt ja auch an solchen wichtigen Häfen wie Shanghai dran. Oder denken wir an Los Angeles zum Beispiel, die LKW dürfen zum Beispiel die Waren von den Schiffen nicht weiter transportieren, weil sie irgendwelche Umweltauflagen nicht erfüllen. Das heißt, da sind vollbeladene Schiffe, Hunderte, vor irgendwelchen großen Häfen im Pazifik und können nicht ihre Ware löschen, weil die LKWs, die das weiter transportieren müssten, an die Menschen im Prinzip irgendwelche Umweltdinge nicht erreichen. Ja, und das ist nämlich ein ganz interessanter Aspekt. Es kommen jetzt ganz viele neue Bestimmungen dazu, von denen man gar nichts ahnt. Also was du jetzt hier gerade nennst, dass da Umweltbestimmungen, das sind wahrscheinlich auch diese Lieferkettengesetze, die da jetzt im Rahmen der grünen Energiepolitik erlassen wurden, wo also nachgewiesen werden muss, bis zum letzten Produktionsstandörtchen in Indien oder in China, dass alles moralisch und ethisch einwandfrei gelaufen ist. Und das wird natürlich auch viele an den Rand führen. Aber das sind ja die Dinge, die hier noch gar nicht öffentlich besprochen werden und dass aus diesem Grund alleine jetzt, was weiß ich, Dutzende, vielleicht sogar Hunderte Container nicht abgeladen werden können und auch hier fette Blockaden eingebaut werden, damit die Menschen nicht mehr an ihre Waren kommen. Richtig, es sind Tausende von Container und die Container, die jetzt nicht abgeladen werden können, können ja auch nicht wieder genutzt werden dafür, wofür sie schon wieder gebucht waren. Denn die Abladung bedeutet ja sofort eine neue Zuladung mit anderer Ware, die ja in den Häfen steht, womit das dann sofort weiter transportiert wird. Das bedeutet, wenn eine Kette aus 100 Kettengliedern besteht und nur ein einziges Kettenglied reißt, dann ist nur 1% der Kette kaputt. Aber die Kette ist zu 100% wertlos. Ja, ein Teufelskreis, in den die gesamte weltweite Wirtschaft und Industrie jetzt hineinkommt. Andreas, die Lieferketten wahrscheinlich, wenn es jetzt so weitergeht mit China und dieser Politik, komplett zusammenbrechen lassen. Richtig. Und China, und da kommen wir wieder zurück zum Thema, die können sich das einfach leisten, jetzt zu sagen, wir führen diese Kriegsstrategie durch. Offenbar sind sie vorbereitet und sind da in Zusammenarbeit mit Russland. Die Welt sieht offenbar anders aus, als man es uns erklärt. Also, und das ist einer der wichtigsten und springenden Punkte, was du gerade so fast in einem Nebensatz weggewischt hast, in Zusammenarbeit mit Russland. China und Russland Seite an Seite. Und viele andere noch. Also gucken wir uns das mal an. China hat zum Beispiel seine Exportabhängigkeit drastisch reduziert und setzt auf eine autonome Ausrichtung. Da haben wir schon öfters drüber gesprochen. China war ja mehr oder weniger die Werkbank der westlichen Spekulationswelt und sie waren eben halt die arbeitende Welt. China hat aber eine gewaltige Entwicklung in den letzten 30 Jahren hingelegt. Und unter diesen Gesichtspunkten kann es sein, dass sich China von dem Status jetzt als Billigwerkbank verabschieden will. China, das muss man mal sagen, hat 1,5 Milliarden Bürger. Das sind übrigens doppelt so viele, wie alle Menschen der gesamten NATO-Länder haben. Nochmal, alle Bürger der NATO sind gerade mal die Hälfte der Bürger von China. Und China gehört mittlerweile zur Weltspitze im Vergleich zur westlichen Welt. Interessanterweise überweist Deutschland immer noch Entwicklungshilfe nach Peking. Aber es ist interessant, dass jetzt China sagt, wir
werden jetzt unseren Binnenmarkt autonom aufbauen. Wenn wir 1,5 Milliarden Menschen haben, dann haben wir auch 1,5 Milliarden Wirtschaftseinheiten, die auch konsumieren können. Und mittlerweile bauen sie auf einen Binnenmarkt. Und das Ganze in Verbindung mit den russischen Rohstoffen. Und die westliche Welt steht jetzt da und hat jetzt weder Rohstoffe aus Russland noch die Zubehörteile in China. Und dabei bricht alles zusammen. Und da kommen wir gleich drauf, dass sie dann auch zum Denken kommen können. China und Russland sehen nämlich das US-NATO-Gehabe in der gesamten Vergangenheit offenbar als völlig arrogant an und steigen offenbar aus. Das ist das, was dahinter stehen könnte. Ja, man kann ja auch sagen, also wenn wir jetzt zum Beispiel uns vergegenwärtigen, dass Deutschland, also die BRD, immer noch Entwicklungshilfe nach Peking überweist und so tut, als ob China ein Entwicklungsland wäre und auch die USA ja immer wieder mit erhobenem Zeigefinger davor stehen, dann zeugt das ja wahrscheinlich auch von einer völlig falschen Einschätzung. Ja, dass die westliche Welt befindet sich nämlich in einer ziemlich dramatischen Situation, die mit Logik nicht mehr zu erklären ist. Also die Frage stellt sich jetzt, wie bekommen China und Russland es hin, aus dieser gesamten Wertegemeinschaft auszusteigen? Und das ohne direkte militärische Konfrontation. Also die Ukraine-Krise hat jetzt natürlich gezeigt, dass es ganz ohne nicht geht. Aber es dürfte sich bald herausstellen, dass dieser Ukraine-Krieg nur ein Katalysator für die Dinge ist, mit denen der Westen noch konfrontiert sein wird. Und das hat hier Heisenko hervorragend beschrieben in seinem Aufsatz. Der Zusammenbruch der gesamten westlichen Industrieproduktion, der steht im Raum. Und nicht nur, wenn die Energielieferungen aus Russland ausbleiben, sondern auch, wenn die Lieferketten nicht mehr zuverlässig funktionieren, so wie sie gerade von China zerbrochen werden. Nun kann man davon ausgehen, dass sowohl China als auch Russland groß berührt werden, wenn die westliche Wirtschaft zusammenbricht. Denn Energie und Getreide haben die beiden zusammen übrigens genug. Wir dürfen nicht vergessen, China verfügt in ihren Getreidelagern über 50% sämtlicher Weltgetreidereserven, hat nur das Land China. Und China, die Chinesen, machen ungefähr 20% der Weltbevölkerung aus und verfügen über 50% aller Getreidereserven. Okay, aber was wird mit dem Westen geschehen jetzt, wenn das System nicht mehr funktioniert, wenn wir das mal weiter fortspielen? Und da wird der Westen jetzt vor neuen Tatsachen gestellt und gezwungen, und sich selbst zu hinterfragen. Das ist das, wo wir gerade stehen geblieben sind. Denken wir an die zum Beispiel sinnlosen Lastwagentransporte im Rahmen der EU, wo man EU-Gelder abgreift, die in verschiedenen EU-Staaten dann eben halt bezahlt werden. Da werden zum Beispiel junge Rinder, die werden dann nach Frankreich gefahren von Hamburg und wieder zurück, um dann in Hamburg getötet zu werden. Da gibt es nämlich in Frankreich dann sogenannte Herodesprämien dafür. Abgesehen von dieser furchtbaren Quälerei dieser Tiere, die dort stattfinden, sind es absurde Geschichten auch gegenüber der Umwelt. Ich möchte mal ganz kurz einhaken, denn wir haben heute auch eingestellt, dass ja weltweit die fleischverarbeitenden Betriebe unter großen Druck geraten. Das hat durchaus was mit dieser Agenda zu tun. Und wir verweisen an dieser Stelle immer wieder auch einmal darauf, dass am Ende dieser Transformationszeit das Dunkel dem Licht dienen muss. Das heißt, dieser Zustand, dass das Tierleid beendet wird, wird herbeigeführt. Das sind zwar drastische Methoden für viele Menschen, für viele Verbraucher, für die Unternehmen, für die Menschen, die dort arbeiten, aber letztendlich das Ziel wird sein, Andreas, bleiben wir bei der fleischverarbeitenden Industrie, dass der Mensch vom Fleischverzehr wegkommen wird. Und ich denke mal, dass das eine Entwicklung ist, die wirklich der gesamten Welt und allen morphogenetischen Feldern nur dienen kann. Ja, und deshalb ist das vielleicht auch der Grund, warum ich das instinktiv als erstes genannt habe, weil gerade dieser
diese furchtbaren Misshandlungen, die Quälereien, dieser Terror gegenüber der Tierwelt ist für mich schwer zu ertragen. Ich bin großer Tierschützer mein Leben lang. Und okay, gehen wir weiter. Nehmen wir zum Beispiel aber auch die Profitgier der sogenannten Unternehmen, der westlichen Konzerne, die vor allem aus Währungs- und Lohnunterschieden gigantische Profite auf Kosten der Umwelt herauspressen. Da gibt es Billiglöhner, da gibt es eben halt irgendwelche Länder, die keine Umweltrahmenbedingungen haben, wo man seinen Müll einfach entsorgen können, als hätten wir noch 10 Erden auf der Seite liegen. Oder sehen wir auch das Konsumverhalten. Übrigens das, was ausschließlich in der Westwelt von Werbekonzernen und Werbeagenturen beeinflusst wird, damit die Leute sich Dinge kaufen, die sie nicht brauchen. Also diese nutzlose Branche der Werbeindustrie, die wird dramatisch ins Kreuzfeuer geraten und ehrlich gesagt auch zu Recht, wenn man ehrlich ist miteinander. Und ich bitte jetzt alle Werbeagenturen nicht in Panik zu geraten, dass ich mich jetzt gegen die Werbeindustrie ausgesprochen habe, aber wenn wir uns mit den Dingen auseinandersehen, sehen wir, dass es eine nutzlose Wirtschaftseinheit ist. Denn da werden keine Zusammenhänge erklärt, sondern da werden Zusammenhänge mehr oder weniger werbetechnisch verkauft. Ja, und das, was du vorhin gesagt hattest, dass da also jetzt Umweltstandards dazu führen, dass die Schiffe vor Kalifornien nicht entladen werden, weil die nicht eingehalten werden. Das sind ja neue ethische Regeln im Zuge dieser grünen Klimapolitik. Und die dann wiederum ganz zum Schluss unterm Strich sich natürlich als segensreich zeigen werden, weil damit verbunden ist, dass es eben auch diese Billigproduktionsstätten in Indien oder in China nicht mehr geben darf. Also was wir heute hier besprechen, zeigt, dass bei allem Elend, was jetzt im Moment auf die Menschheit zukommt und in welchem wir auch schon stehen, da drastische und dramatische Änderungen einhergehen, die letztendlich allem dienen, allem Guten und Richtigen. Ja, Heisenko hat da so ein schönes Beispiel gebracht. Nehmen wir einfach mal jemanden an, der stirbt und hinterlässt jetzt seine Wohnung. Und die Hinterbliebenen gehen jetzt in die Wohnung dieses alten Mannes, dieser alten Frau, die jetzt diese Wohnung zurückgelassen hat. Jetzt muss die Wohnung aufgelöst werden. Da stehen intakte Stühle, intakte Tische, kleine Schränkchen. Aber was ist das Problem der Menschen, der Hinterbliebenen? Wohin mit dem Müll? Wie können wir das Ganze denn entsorgen? Das heißt, intakte Möbel, intakte Dinge, die werden gar nicht mehr gebraucht, weil wir sind gewohnt, alles neu zu haben und mit den Rohstoffen umzugehen, als gäbe es unendlich viele, immer auf alle Ewigkeit. Und genau das zeigt so deutlich, in welcher Konsumgesellschaft wir verkommen sind. Und es wird die Zeit kommen, wo die Menschen sagen, da ist noch ein alter Stuhl, da kann man richtig drauf sitzen, der ist nicht kaputt, genau den möchte ich haben. Und dann werden die Menschen Schlange stehen, wenn eine Wohnung aufgelöst wird, um das älteste, marodeste Material zu bekommen. Hauptsache, es ist noch halbwegs funktionsfähig. Ja, es ist so, wenn man in die Wohnung des oder der Verstorbenen hineingeht, dann sieht man Sachen, die sind nicht schick. Aber wie du sagst, die sind noch gut. Und die sind noch brauchbar. Und das ist dieses neue oder leider schon längst eingenistete Verhalten von uns Verbrauchern, dass wir sagen, nee, dann, das ist ja nicht schick und heute ist ja alles ganz cool und dann können wir das nicht brauchen. Ich finde, das sind sehr überlegenswerte Gedanken, die hiermit einhergehen und die uns zeigen, es geht in eine andere Richtung. Das Dunkel dient dem Licht. Ja, also kurz zusammengefasst können wir eines mal festhalten. Jetzt gerade lagert China ungefähr die Hälfte der Getreidereserven der gesamten Welt ein. Russland arbeitet zurzeit an der Kontrolle über gigantische Rohstoffreserven und der Westen dagegen poltert nach alten Mustern gegen den Rest der Welt, wie wir es im gesamten ersten Teil unseres heutigen Podcasts hier dargestellt haben. Ich möchte noch mal eines sagen, dass das WEF und dieser sogenannte Great Reset eben nicht von diesen Dingen so redet, wie wir das tun, sondern da geht es um eine Weltregierung, da geht es um eine Weltmacht, da geht es darum, dass die Menschen weiter konsumieren, sie sollen es nur mieten. Das bedeutet, dass andere eben halt den Finger der totalen Kontrolle über die Menschen haben. Die Menschen werden quasi enteignet, geistig, intellektuell und materiell. Das ist das, was hintersteht. Und deshalb schreibt auch, das finde ich sehr gut,
Heisenko in diesem Aufsatz, dass Präsident Putin darauf hingewiesen hat, dass er den Great Reset des Herrn Schwab mit der Einleitung der Ukraine-Operation zum Scheitern bringen wird. Nochmal, Putin sagte laut Heisenko, dass er den Great Reset des Herrn Schwab zum Scheitern bringen wird. Und wenn jetzt die Menschen sagen, aber der war doch mit dabei, der war doch bei den Young Global Leaders, ja, das mag sein. Also jeder ist schon mal irgendwo gewesen, aber an den Taten muss man sie erkennen. Und da könnte es vielleicht auch anders sein. Mit den Sanktionen gegen Russland zerlegt der Westen gerade seine Wirtschaft, was die Rohstoffe anbelangt. Das ist die Aussage von Herrn Heisenko. Und ich kann nicht nachvollziehen. China und Russland sagen eindeutig, dass man übrigens dem US-dominierten Teil der Welt erfahrungsgemäß nicht trauen kann. Das zeigen ihre Erfahrungen nach ihren Aussagen. Auch das steht in dem Heisenko-Aufsatz. Wie also können Russland und China den Wertewesten zum Umdenken zwingen, ohne die Welt in eine atomare Wüste zu verwandeln? Und jetzt ist ganz einfach, man legt die Wirtschaft still. Und das genau können sowohl China als auch Russland. China kerkert die eigenen Leute ein und die Schiffe fahren nicht mehr raus und Russland stellt die Hähne ab. Mein lieber Freund, das Problem ist, dass China und Russland damit die Dominanz des Westens brechen könnte und der Westen plötzlich zu Bittstellern wird, weil sie plötzlich nichts mehr haben. Und der Unterschied übrigens der westlichen und der östlichen Welt ist auch, und das ist nochmal ganz wichtig, dass die östliche Welt auch auf Traditionen, auch ihre eigenen Völker aufgebaut sind, während der Westen mehr oder weniger die Menschen zu seelenlosen, wir denken an Dr. Harari, wie er sagt, zu seelenlosen, ja, ich sag, wie hat er das genannt, nutzlosen Essern machen will, die man mehr oder weniger steuert, wenn sie göttliche Position, sie, die Führer, göttliche Position eingenommen haben, um dann die Menschen zu unterdrücken. Das ist ungefähr der Tenor, den Heisenko in diesem Aufsatz geschrieben hat. Und wenn ihr den Aufsatz findet hier auf unserer Seite, der ist jetzt hier oben drin bei uns auf unserer Seite, bitte seht ihn euch an, hochinteressante Gedanken. Ich werde ihn noch mal einstellen. Also das ist übrigens nicht nur Herr Harari, sondern natürlich die ganze Schwab-Clique aus Davos. Und dazu gehört auch Elon Musk, der jetzt groß gefeiert wird wegen Meinungsfreiheit auf Twitter. Wir haben vor wenigen Tagen erst Zitate von ihm hier gebracht, wo er absolut sagt, dass der Mensch verknüpft werden kann durch Chips oder auch durch Zeug, das man in die Venen und Arterien spritzt, mit Technologie der künstlichen Intelligenz, um gesteuert zu werden. Und all das, natürlich beherrschen China und Russland die künstliche Intelligenz und natürlich sind die da auch mit der Nase vorne, wie ebenso der Westen. Aber offenbar scheinen die Ziele etwas anders gelagert zu sein. Und wenn wir sehen, wie vehement Russland, aber auch China gegen zum Beispiel Gender Mainstreaming vorgehen oder gegen Cancel Culture. Sie machen das ganz anders. Sie jagen die Vertreter dieser Ideologien aus dem Land heraus, aus ihren Ländern heraus. Und China geht da sogar sehr krass vor. Wie wir wissen, die verbieten zunehmend den Einfluss westlicher Serien im Land und Schauspieler, die sich zum Beispiel mit diesen westlichen Serien identifizieren oder sogar mitgespielt haben, die kommen zum Teil ins Gefängnis. Also das heißt, auch da wird ein ganz scharfer Schnitt gezogen. Ob man das gut findet oder nicht, das wollen wir hier gar nicht bewerten. Aber es ist auf jeden Fall sehr klar sichtbar, was da jetzt stattfindet. Es ist offenbar tatsächlich auch so, dass China und Russland diesen Great Reset vom Westen verhindern wollen. Ich möchte noch auf einen Schlussgedanken von Heisenko kommen, Andreas, der mich besonders berührt hat. Er fragt hier, ist es also so, dass der Lockdown in Shanghai gar nicht wegen Corona angeordnet worden ist, sondern mit dem Ziel, die Lieferketten noch mehr zu stören? Um dem Westen zu zeigen, wie sehr er sich in einem untauglichen Geschäftsmodell verrannt hat, um ihn zum Erwachen zu zwingen. Versuchen wir dazu eine Analyse, wie das ausgehen könnte. Und dann schreibt er, der Westen ist übersättigt mit Produkten aller Art. Das hast du auch gerade erklärt. Da kommt dieses Beispiel, wenn eben jemand stirbt und das Haus oder die Wohnung leergeräumt werden soll. Es kommen dann diese ganzen Transportprobleme und so weiter. Und er sagt,
die Versorgung mit Lebensmitteln. Und das ist mit verhältnismäßig wenig Aufwand zu machen. Das ist zum Beispiel der Bereich, der die Menschen am Leben erhalten muss. Das ist die Industrieproduktion, die wichtig ist fürs Überleben der Menschen. Und wenn die jetzt stillsteht, dann heißt das ja, dass praktisch das Leben von vielen Menschen in Gefahr ist. Und er sagt, bei einem Great Reset ist die einzige Priorität die Versorgung mit Lebensmitteln, bis es gelingt, eine neue Ordnung zu etablieren. Das heißt also, während jetzt die Lieferketten für Lebensmittel zusammenbrechen, wird eventuell die neue Ordnung schon etabliert. Dann für eine weltweite Zusammenarbeit unter gleichberechtigten Partnern. Das heißt, der Osten setzt den Westen so lange unter Druck, die Menschen werden leiden müssen, bis der Westen aufgibt und zu einer vernünftigen Zusammenarbeit, in deren Sinne jetzt, im östlichen Sinne, bereit ist. Und dann sagt er weiter, im Rahmen dessen wird man aber auch Strukturen wieder aufbauen müssen, die Produktionsstätten wieder zurückholen in die Länder, die sich importabhängig gemacht haben. Das wiederum wird bewirken, dass die irrsinnigen Warenströme über die Meere deutlich abnehmen werden und so auch die Umwelt entlastet wird. Also ich finde, dass er uns hier einen Ausblick gibt, der sehr bedenkenswert und nachdenkenswert ist. Er sagt, man wird sich Fragen stellen müssen, ob es sinnvoll sein kann, sich gegenseitig mit Automobilen zu beliefern, die mittlerweile von jedem Industrieland in ausreichender Qualität hergestellt werden können. Und also das ist sein Ausblick auf die Zukunft. Und ich denke auch, Andreas, wir sollten aufhören, uns nur als Opfer zu sehen. Wir versuchen das ja auch im geistigen Sinne immer wieder zu sagen, dass diese Zeit der Transformation anstrengend ist, sehr anstrengend, aber unendlich viele Chancen für unsere Entwicklung bietet. Richtig. Und das, was man da jetzt liest, das sind so die Faktoren, wie wir es auch im Plan B beschrieben haben, dass die Wirtschaft den Menschen dienen muss und nicht die Menschen der Wirtschaft zu dienen haben. Dann kommen nämlich diese Kuriositäten, wenn Geld Gott ersetzt. Das ist der Punkt. Und das ist das Problem der westlichen Welt. Geld hat im Prinzip die große Macht ersetzt und genau aus diesem Geldadel der Westoligarchen kommt auch der Gedanke, dass sie sich selbst zu Göttern erheben, während die anderen eben halt zu nutzlosen Essern werden. Wenn wir wieder Regionalprinzipien haben, der Bauer quasi in seinem Ort wieder für die Versorgung der Menschen in seinem Ort zuständig ist, dass dann eben halt an der Kante diese gesamten völlig unsinnigen Transporte, da fährt morgens in Warschau beispielsweise ein LKW mit Rohstahl nach Essen und am selben Morgen fährt ein Essener LKW mit Rohstahl von Essen nach Warschau und irgendwo in der Mitte treffen sie sich. Das sind unsinnige Fahrten. Über ein Clearing-System könnte der Rohstahl gleich da bleiben, wo er ist und er wird nur umgebucht. Das geht aber nur dann, wenn nicht mehr der Profit im Vordergrund steht, weil man dann sagt, ja, wovon soll denn der LKW-Fahrer sein Geld verdienen, wenn er nicht mehr fahren kann? Das kann nicht die Argumentation sein, den Umweltschutz dermaßen nach unten zu hauen. Dieser ganze Unsinn mit dieser Klimahysterie, das ist eigentlich diese Klimaheuchelei, die wir da teilweise haben, die ja damit die eigentlichen Grundprobleme verdeckt, die Probleme der Umwelt ganz sauber regeln zu können. Wir sind übrigens nicht zu viele Menschen auf der Erde, wir sind einfach nur zu blöd. Ach, was für ein schönes Schlusswort. Ihr Lieben, bleibt in eurer Kraft und seht die großen Chancen, die wir Menschen jetzt hier ergreifen dürfen, um durch dieses Nadelöhr hindurchzukommen. Und dazu gehört natürlich Gottvertrauen, denn am Ende wird es auch von der Seite durchaus, da sind wir fest überzeugt, noch einige Zeichen geben, beziehungsweise Transformationselemente, damit es noch ein bisschen schneller geht. In dem Sinne, bis später zum Abendgebet. Alles Liebe auch von mir aus Kanada. Bis dann. Ciao, ciao.